wie viel man den Kindern mitgeben kann, was sie alles, ja, was sie alles mitnehmen von dem, was man da an Energie und an Freude reinsteckt, die positive Entwicklung zu sehen und zu begleiten. Und auch manchmal Kindern, denen es nicht so gut geht, einfach eine gute Zeit zu bereiten. Das, ja, da verändert man einfach schon im ganz kleinen Alter wahnsinnig viel. Und das ist ein sehr wichtiger Job, finde ich, und sehr beeindruckend. Hallo, ich bin Miriam Klaasen, ich bin die Leitung der Kita am Schierbrunnteich. Wir sind eine kleine familiäre Einrichtung mit zwei Gruppen, mit Kindern zwischen dem dritten und dem sechsten Lebensjahr. Insgesamt sind wir hier 12 Mitarbeiter, sowohl ja, was den pädagogischen Bereich anbetrifft, als auch ja, nette Kolleginnen, die sich um den Hauswirtschaftsbereich kümmern. Unsere Kita ist was Besonderes, weil wir 2020 frisch eröffnet wurden. Also wir sind hier in frisch sanierte Räume eingezogen und profitieren dann natürlich auch von neuen Möbeln, neuem Material. Und was auch ganz toll ist, dass wir einen direkten Zugang zur Sporthalle haben, wo wir feste Zeiten, ja, von festen Zeiten profitieren, die wir nutzen können. Und deswegen haben wir auch viele Möglichkeiten für Bewegungsangebote. Ja, einfach auch super offen. Also man kann alles ansprechen, man braucht da keine Angst vor haben, vor irgendwie negativer Rückmeldung. Und selbst wenn dann mal Kritik ausgeübt wird, ist es immer super wertschätzend, habe ich so den Eindruck. Und wir profitieren davon und unsere Familien profitieren davon, dass einfach alle unterschiedliche Stärken haben, unterschiedliche Ideen. Also kollegiale Beratung ist uns ganz wichtig, dass wir miteinander in den Austausch gehen und gucken, Mensch, wer kann jetzt in dieser konkreten Situation noch was dazu beitragen, dass wir es den Eltern leichter machen, dass wir es den Kindern leichter machen? Haben auch Fachkräfte für alltagsintegrierte Sprachbildung hier. Wir legen also viel Wert darauf, dass wir im Alltag die Sprache fördern, durch musikalische Angebote. Auch in den Bewegungsangeboten, die wir in der Halle machen können, kann man viele Sprachanlässe finden und Sprache alltagsintegriert fördern. Natürlich hier beim Essen, in den Morgenkreisen. Auch wenn die Kinder Deutsch als Zweitsprache lernen, trauen sie sich und sind mutig genug, sich da vorne hinzustellen vor der gesamten Gruppe und zu erklären, was wir heute für einen Tag haben, was haben wir für einen Monat, für eine Jahreszeit, was liegt jetzt im Tagesablauf an. Und dadurch lernen sie natürlich auch selbstbewusst zu agieren vor so einer Gruppe. Genau, wir haben aktuell zum Thema Kinderrechte im Team besprochen, dass es uns sehr wichtig ist, dass kein Kind zum Essen gezwungen wird. Das ist ja ganz oft ein großes Thema, wo auch viele Eltern auf uns zukommen und das wirklich auch gezielt ansprechen, wie es bei uns aussieht, wie wir das handhaben. Und darum haben wir im Team, wie gesagt, besprochen, dass wir einen Probierlöffel einführen. Das heißt, dass zu jeder Mahlzeit kann jedes Kind einen bestimmten besonderen Probierlöffel für sich selbst aussuchen und darf dann wirklich einmal mit diesem Probierlöffel in den Topf oder in die Schale oder wo auch immer das Essen drin ist, darf es einmal eintunken, probieren und dann für sich entscheiden, okay, möchte ich das jetzt essen oder lasse ich das und dann bleibt der Teller auch leer und dann wird auch kein Kind gezwungen. Das Thema Kinderrecht ist für uns ein ganz wichtiges, weil wir eben auch möchten, dass die Kinder lernen, selbstbewusst und auch selbstbestimmt zu sein, die eigenen Bedürfnisse zu kennen, auch zu wissen, wie kann ich diese äußern, wie kann ich mich auch beschweren, wenn etwas mal nicht in Ordnung ist. Das ist einfach in vielen Lebensbereichen auch später total wichtig. Und das aber immer in Einklang zu bringen mit dem Gemeinschaftssinn. Also ich habe eigene Bedürfnisse, aber das andere Kind hat auch Bedürfnisse. Und wie bekommen wir es hin, dass es allen gut geht, aber es ein Miteinander stattfindet und nicht die einen Bedürfnisse wichtiger sind als die Bedürfnisse des anderen Kindes. Und das ist, finde ich, auch eine Aufgabe von der Kindertagesstätte, weil wir natürlich hier in einer Gruppe sind und ja, die Kinder da gestärkt werden in ihren Persönlichkeiten, aber dann eben auch erleben, wie das dann funktionieren kann in einer Gruppe. Und ja, das macht uns viel Freude.
jeden Fall Empathie, Einfühlungsvermögen, Lust auch mit den Kindern auf Augenhöhe zu gehen, mal zu gucken, Mensch, warum macht das Kind das? Zu hinterfragen, was steckt dahinter? Eine Beziehung auch zu den Eltern aufzubauen, da auch Verständnis für die Belange der Eltern zu haben. Ne? Warum reagieren die Eltern jetzt so? Was bewegt sie? Die Geschichten der Familien auch zu sehen und für all das offen zu sein und dann zu schauen, okay, was haben wir hier? Was haben wir auch in der Einrichtung? Und was können wir jetzt in der Zusammenarbeit dazu beitragen, damit es den Kindern wirklich gut geht und die sich ganz toll entwickeln? Einfach mal vorbeikommen beim Tag der offenen Tür, auch von den Berufsschulen mal nachfragen. Es gibt auch was das Finanzielle anbetrifft, viele neue Möglichkeiten, eine Ausbildung zu absolvieren. Da ist eigentlich für jeden was dabei. Wirklich einfach mal reinschnuppern, sich erkundigen. Da gibt es ganz viele tolle offene Ansprechpartner, die gerne irgendwie auch beratend zur Seite stehen. Und ja, wenn man Lust auf die Arbeit mit Kindern hat und denkt, dass man ein Händchen dafür hat, und sollte man das auf jeden Fall einfach mal versuchen. Ja, und am 21. Januar 2023 haben wir hier in der Kita am Schierbrunnteich auch einen Tag der offenen Tür. Das heißt, alle Interessierte, ob Familien, Auszubildende oder Bewerber, sind gerne eingeladen, sich hier einfach mal persönlich umzuhören und umzugucken, uns auch Fragen zu stellen. Ja, kommt gern vorbei, macht euch euren eigenen Eindruck und wir freuen uns auf euch.